Auf diesem Hof in Königsmoos in Bayern herrschen katastrophale Zustände. Etwa 100 Hunde leben im Dreck. Manche sind krank und verwahrlost. Diese Missstände hier, die sind so furchtbar, das schlägt ihm fast den Boden aus. Und das in Deutschland. Überall stinkt es nach Kot. Tag und Nacht bellen die verzweifelten Tiere. Jeder sagt, jahrelang hatte man diesen Mann auf dem Kicker und man hat nichts gemacht. Hofbesitzer Josef H. will die Hunde loswerden und nach Tschechien verkaufen. Tierschützerin Birgit Thiesmann will die Hunde retten und die schlimmen Zustände aufdecken. Ihr Kollege Roman Gzeganek hilft ihr dabei und gibt sich als Käufer aus. Wann kommen die anderen Fahrzeuge? Ich habe ja gesagt, die sollen ein bisschen weiter weg parken. Es kommt raus, dass sogar ein Tierarzt mit drin steckt. Hier ist der Beweis. Ohne Tierärzte, die dabei mitmachen würden, wäre das nicht möglich. Die Polizei kommt plötzlich zum Einsatz. Der ganze Hof wird durchsucht. Am vergangenen Freitag. Es ist 8 Uhr morgens. Noch 2 Stunden bis zum fingierten Kauf der Hunde. Birgit Thiesmann vom Verein Vier Pfoten und der ehemalige Tierhändler Roman Gzeganek bereiten den Transporter vor. Auf einem Parkplatz in der Nähe des Hofs. Warte mal, Silvia, tu doch mal hier das einfach so doppelt und dreifach darüber. Damit die sich da nicht noch verletzen. Also, ich mache jetzt Wechsel die Nummernschilder, damit der Herr weiß, dass ich aus Tschechien komme. Damit er sich sicher fühlt, dass es auch ein tschechischer Transporter ist. Die Tierschützerin hat einen Tipp von einer Kollegin aus Tschechien bekommen. Dort hat der Hofbesitzer Josef H. die Hunde zum Kauf angeboten. Diesem Mann scheint diese ganze Situation so über den Kopf gewachsen zu sein, dass er in einer tschechischen Zeitung diese Hunde annonciert hat. Er wollte, dass die rüberkommen, damit er sich praktisch dieses Problem entledigen kann. Roman Gzeganek ist zu diesem Zeitpunkt der Einzige im Team, der Josef H. persönlich kennt. Also ich war vor Ort, habe versucht, mit ihm, also ich bin mit ihm in Kontakt getreten, habe mich ausgegeben als jemand aus Tschechien. Das Treffen am 10. November filmt eine versteckte Kamera. Guten Tag, hallo. Ich habe extra vom Kollegen ein Auto genommen. Der Hobbyzüchter kommt direkt zur Sache. Durch das Bellen der Hunde ist das Gespräch kaum zu verstehen. Wenn ihr keine Ahnung, 10 oder was da seid, angenommen, dann kommen wir auch fast in der Also nicht schlafen, ja, die sind ruhiger. Kein Hund besitzt eine Impfung, kein Hund besitzt einen Chip, kein Hund besitzt überhaupt Papiere. Er möchte sich aber bis heute darum kümmern, dass heute ein Tierarzt vor Ort ist, der die Papiere ausstellt, die Impfbücher macht und dass er eine Tollwut-Impfung macht. Oder sie halt nur aufschreibt und rückwirkend datiert, 21 Tage, damit die Hunde Deutschland verlassen können. Josef H. erzählt, dass er die Hunde unbedingt loswerden will. Er wäre mit ihnen überfordert, weil seine Frau im August gestorben sei. Er hätte um Hilfe bitten können. Das heißt, ob er jetzt Vier Pfoten verständigt hätte oder jede andere Tierschutzorganisation, jedes Tierheim in Deutschland, hätte ihm natürlich geholfen in dieser Situation. Aber die Hunde einfach nach Tschechien bringen zu lassen, wo wir wissen, wie es in Tschechien aussieht, ja, das ist Welpenvermehrerland Nummer 1. Diese Vermehrerstationen sind wirklich die Hölle auf Erden. Und das scheint diesem Mann ganz egal zu sein. Es ist mittlerweile 10 Uhr. Es geht los. Roman Gzeganek fährt den Transporter. Er ist ausgestattet mit versteckten Kameras. Birgit Thiesmann fährt mit einem anderen Auto hinter ihm her. Ich würde mal sagen, wir sind alle schon ziemlich aufgeregt, weil wir wissen natürlich nicht, was uns erwartet. Der 42-Jährige erreicht nach wenigen Minuten den Hof. Josef H. erwartet ihn bereits. Morgen. Alles gut. Ich habe gestern bei ihm tausendmal angerufen. Birgit Thiesmann parkt wenige hundert Meter vom Geschehen entfernt. Sie will die Polizei rufen, sobald der vermeintlich illegale Deal abgeschlossen ist. Doch plötzlich wird Josef H. stutzig. Drohen die Tierschützer aufzufliegen? Wollt ihr jetzt gleich anfangen oder bis wann kommen die anderen Fahrzeuge? Ich habe ja gesagt, die sollen ein bisschen weiter weg parken, weil alles tschechische Nummer, dann haben sie ja, hier alles. Der Mann ist irritiert, dass Roman Gzeganek nur mit einem Transporter gekommen ist. Viel zu wenig für die zahlreichen Hunde. Aber sind die jetzt schon da? Oder die sind schon unterwegs noch, weil die hatten ein bisschen kurz vor der Grenze einmal eine Kontrolle gehabt. Josef H. gibt sich glücklicherweise mit dieser Antwort zufrieden. Fast wäre alles aufgeflogen. Also ich muss ehrlich sagen, jetzt geht mir wirklich die Düse, weil damit habe ich nicht gerechnet. Der Hofbesitzer erklärt, wie es jetzt weitergeht.
Also pass auf, ich habe da drin zwei Leute vom Tierarzt. Mhm. Und wir warten jetzt schon. Haben Sie jetzt geredet wegen der Impfung? Ob der nur so macht, Stempel oder will nee, der alle impfen? Also er sagt, die müssen eigentlich geimpft werden. Weil mhm. wenn die heute irgendwo bei euch dann unten eine Blutprobe nehmen, angenommen. Ah, nur wegen der Blutprobe, ja, dann okay. Ist das, aber der schreibt schon, der muss denken, dass die 21 Tage, ne? Ja, das ist, ja, ist alles. Weil sonst haben wir ein Problem, ja. Dann holt Josef H. einen Hund nach dem anderen aus dem Haus und packt sie in den Transporter. Wo ist er? Die meisten wirken schwach und völlig verunsichert. Als Josef H. kurz weg ist, ruft Roman Jeganik Birgit Thiesmann an. So, wir haben Autos so voll, da geht nichts mehr. Okay, ihr fahrt jetzt einfach da raus und wir fahren hinter euch her, keine Panik. 11.30 Uhr. Roman Gjoganek verlässt den Hof. Josef H. geht davon aus, dass gleich der nächste Transporter kommen wird, um weitere Hunde abzuholen. Doch dazu wird es nicht kommen. Die Erleichterung ist groß, dass bis hierhin alles geklappt hat. Roman Gjoganeks erster Eindruck von den Hunden ist verheerend. Da ist Staufe, da ist alles. Die haben alle Tumore, die Schwangeren, echt. Der 42-Jährige zeigt die Impfpässe. Alles gefälscht. Das Verhalten des Tierarztes macht das Team fassungslos. Jetzt sieht man einfach mal, das ist auch im illegalen Welpenhandel, warum der so gut funktioniert, weil die Tierärzte mit drinstecken. Hier ist der Beweis. Ohne Tierärzte, die dabei mitmachen würden, wäre das nicht möglich. Birgit Thiesmann ruft wie geplant die Polizei an. Hallo, also wir haben jetzt die Hunde, wir haben die gefälschten Impfpässe, wir kommen jetzt sofort, okay? Wenige Minuten später. Die Beamten beschlagnahmen den Transporter mit den Hunden. Die Staatsanwaltschaft wird informiert. Die entscheidet, Razzia auf dem Hof. Das gesamte Gelände und das Haus werden durchsucht. Josef H. wird verhört. Also was jetzt hier auch auffällig ist, dass das Auto vom Tierarzt, ja, was ja heute Morgen noch da war, hier nicht mehr steht. Und mir stellt sich jetzt natürlich die Frage, wo ist dieser Tierarzt? Der hat sich ja sowieso bei dieser ganzen Aktion heute Morgen sehr, sehr im Hintergrund gehalten. Den Tierarzt werden wir ein paar Tage später treffen. Gegen 17 Uhr kommen die ersten Hunde im Tierheim in Neuburg an. Vielen geht es schlecht. Der Leiter des Tierheims, Gerhard Schmidt, ist entsetzt. Die hatten jetzt natürlich wahnsinnig Panik. Das war jetzt eine riesen Stresssituation für die Hunde. Die hatten jetzt zum Teil Todesangst. Und die müssen wir jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe kommen lassen und dann gucken, wie im Einzelnen, was welcher Hund für Probleme hat. Ne? Von den etwa 100 Hunden auf dem Hof wurden die meisten gerettet und in verschiedene Tierheime gebracht. In Neuburg sind insgesamt 34 Hunde gelandet. Ein Hund ist mittlerweile verstorben. 7 weitere sind in einem kritischen Zustand.